Ja, schönes Wetter heute, aber jetzt weißt du nicht Wetter und du wahrscheinlich auch nicht. Kein Zeichen, keine Wanderkarte. Wir gehen mal links rum. Links ist immer gut. Nee, in dieser Gesellschaft doch. Links rum. Geradeaus Abmarsch. Und durch. Geradeaus und durch. Geradeaus und durch, gut. Geht's aber nicht.70 Meter über dem Zschopautal liegt sie, die Burg Wolkenstein, die Namensgeberin für den Ort. Die Burg steht auf einem Stein, der bis in die Wolken zu ragen scheint. Scheint die Sonne, ist das Zschopautal hier gut besucht. Guck mal, erzgebirgische Holzschnitzerei dort hinten. Ja. Wer hätte das gedacht, was es hier alles gibt? Ja. So, das war mein Beitrag und jetzt bist du am Zug. Ja, ich bin am Zug. Ich bin am Zug. Und ich gehe jetzt zum Salon und zum Schlafwagen. Da muss ich hier wahrscheinlich die Leiter hochsteigen, oder was? Ja, ja, schläfst du gut in Wolkenstein wahrscheinlich. Ach ja, bin ich nah an den Wolken. Bist du nah an den Wolken? Deshalb muss man da oben hinsteigen. Deswegen. Deswegen die Leiter hier. Die Leiter steht am Zug. Reiseleiterin Sima davor. 1428 war es, als die Hussiten einen katholischen Priester, der wohl von ihnen mit dem Tode bedroht, gleichwohl seinen Glauben nicht abschwören wollte, bis an den Rand der steilen Felswand schleppten und ihn dort hinabstießen, von wo er in die Zschopau zerschmettert herabstürzte. Das schreibt der Geschichtsschreiber aufs Pergament. Weiter geht's in der Gegenwart. Das ist ein Steinbock, Sigrid. Ich packe ihn bei den Hörnern. Du packst ihn bei den Hörnern, ja. Ich bin auch Steinbock. Aha, wo ist dein Horn? Mein Horn? Ja, und hier kannst du hinkommen, wo du willst. Überall alte Mauern und uralte Hohlwege. Rechts wack oder links num, wie nu. Ah, klick auf. Ist ja, ja schön, hallo, dass wir heute treffen. Kennst du sich ja aus? Na, ein bisschen. Ah, na, doch, wenn du Dialekt glauben darf, kennst du sich ja aus. Ja, ein bisschen. Wo geht's denn hier nach Neuendorf? Nach Neuendorf können Sie über Falkenbach laufen, aber die Einheimischen, wenn Sie noch mal fragen müssen, fragen Sie nach Nendorf. Aha, aha. Nicht nach Neuendorf, das versteht ja keiner. Danke. Aber Sie kommen auch so bekannt vor. Sind Sie nicht der, der Herr Odigeridu manchmal bläst? Haben wir von oben mal gehört? Ja, so rund und von Weitem sah das so aus. Sind Sie ich spiele gern Odigeridu und auch ein bisschen Dudelsack. Aha, ja, aha. Aber mehr Freizeit. Da kommen wir vielleicht demnächst mal wieder drauf zurück. Aber heute gehen wir nach, wie ist das? Nendorf. Gehen wir nach Nendorf. Heute geht er nach Nendorf, genau. Ja. Gutes Finden. Ja. Jo, tschüss. Alles Gute, tschüss. Passt auf euch auf, tschüss. Ja. Auf nach Nendorf, was Neuendorf ist. Ein Panoramaweg mit Waldwinkel betrachtet. Die Erde ist flach. Und jetzt konvex und plötzlich konkav oder rund. Ob sie wohl innen hohl ist? Was aber außen grün ist und innen hohl, ist Schnittlauch. Kann man sammeln und noch viel mehr im Sammelbeutel. Ja, zum Kuckuck nochmal. Alle fragen sich, warum du immer diese Beutel mitschleppst. Was hast du denn da drin? Die dürfen nicht sich fragen, die müssen mich fragen. Dich fragen. Also frage ich dich, was hast du denn in dem Beutel drin? Einer ist für Pilze, einer ist für Holunder und Weißdorn. Und der nächste für Grünes, zum Beispiel Schafgarbe, habe ich schon gesammelt. Na fein. Drei Beutel. Da haben wir ja wieder eine Überlebenschance. Kommen wir übers Wochenende. Ja. So, jetzt sind wir in Nendorf. Neuendorf. Ach, Neuendorf. Nendorf sagen die Einheimischen. Ja, ich betrachte mich jetzt als Einheimischen. Nendorf. Aha, aha. Neuendorf, gut. Und im Hintergrund, was ist das hier? Im Hintergrund ist Annaberg, Buchholz. Ja. Das Fernsehen im Erzgebirge. Wir sehen in der Ferne den Haßberg bei Tschechien, den Pöhlberg, den Bärenstein, den Keilberg in Tschechien und den Fischelberg. Weiter geht's, wir pflügen durch die Landschaft.
Tja, das waren früher Schwerter halt und jetzt sind es Pflugscharen geworden. Ja, und das werden wieder Schwerter draus. Landwirtschaftliche Ausstellung hier in Neuendorf am Rittergut. Ja, Neuendorf. Nicht schlecht. Neuendorf. 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 Wieder Neuendorf. Im Tale liegt das Hoffnungsglück. Oder Neuendorf. Neuendorf. Oder so. An einem der Zschopau zufallenden Bache gelegen, welcher das Dorf in zwei Teile teilet. Nur der eine Teil steht unter dem Amte, der andere aber gehört zu dem dasigen, amtssässigen Rittergute. Die Frauenpersonen klöppeln viele schwarze Spitzen, das erzählt die Chronik. Hier stehe ich nun, ich armer Tour, und bin viel klüger als zuvor. Sehr schöner Ort im Erzgebirge. Richtung Thermalbad Wiesenbad überraschen am Wegesrand Pilze, die Zschopau und mit Lettern versehene Schilder. Es plätschert die Zschopau. Und was lesen wir hier? Absturzgefahr. Muss man an Dachs denken. Ein ganz anderer Absturz aus Zeiten von August dem Starken wird im Frauenholz dokumentiert. Damals vergnügten sich zur Kur weilende Hofdamen mit einem aus Neudorf stammenden Bauern. Der Kurfürst beendete das Lotterleben damit, dass dem Bauern eine hohe Geldstrafe auferlegt und der Wald dem Fiskus überschrieben wurde. Die Damen der feinen Gesellschaft kamen natürlich ungeschoren davon. Das Thermalbad in den Wiesen, 1910 noch umgeben von denselbigen. In Wiesenbad befindet sich schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts ein Thermalbad. Was ist hier? Kurbetrieb. Ja. Wo ist dein Kurschatten? Kurschatten ist weg, weil keine Sonne ist. Das Heilwasser hat eine Temperatur von 26 Grad Celsius, ist fluorid- und kohlensäurehaltig und dient heute der Behandlung von Erkrankungen des Haltungs- und Bewegungsapparates. Unser Bewegungsapparat hat nunmehr über 20 Kilometer gewackelt, deshalb bis zum nächsten Mal. Glück auf! Glück zu! Wunderschön, dass Wandern ist.